Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer Verschmelzung von zwei Spielshows, die wir bisher hatten, nämlich Listencheck und Zuordnen. Zuordnen meets Listencheck mit allen aus dem Team Pete's Meet heute in dieser ersten Folge. Crazy! Gewollten und geliebten Kindes. Heute spielen zwei Teams gegeneinander, nämlich Jay und Christian gegen Bram und Sebastian. Und beide versuchen, Dinge zuzuordnen und dadurch Punkte zu bekommen. Wir gehen jetzt, damit das vielleicht bei der Erklärung simpler wird, auf die erste Kategorie gemeinsam. Das ist Tabellenblatt 1 für euch. Okay. Hier ist die Anweisung. Ach du Scheiße. Ordnet Items zu Videospielen. Wir haben vier Videospiele vorgegeben. The Witcher 3, Elder Scrolls 5 Skyrim, Stardew Valley und Elden Ring. Zuzuordnen sind Prinz Adrians Tagebuch, Ehering, nicht schmelzender Schnee, Kristallarium, Chorusfrucht, Feuerwerksstern, Aschenrune, Kirschbombe, Müsliriegel, Herz des Meeres, Schwertschlüssel, Bienenpräparat, Finns Laute, Mumenpuppe und Ring von Juba. Kurze Frage. Ja. Ich weiß. Oh mein Gott, was ist denn da passiert? Bram hat Mikroprobleme, glaube ich. Kurze Frage. Ja. Da sind ja auch falsche bei, ne? Also ist ja okay. Aber gibt es eventuell eine unterschiedliche Verteilung auch der Sachen auf die einzelnen Kategorien? Kann das passieren? Das werde also ich nicht sagen. Elden Ring hat zum Beispiel 4 und Stardew Valley nur 3. Oder ist, ich glaube, das kann sein. Ja, das muss werde ja, ich alleine deswegen ja, ja, schon doch, nicht sagen, weil ja das wird das Metagaming ja nur erhöhen. Ja, stimmt. Das stimmt. Oh, Peter, du Jay, bist ich hoffe, du hast Gott. Alle Spiele auf Deutsch gespielt, denn ich habe keins davon auf Deutsch gespielt. Es ist super. Also ich bin auf wer fängt denn an? Ja, also anfangen wird immer das hintenliegende Team. In der ersten Runde habe ich gerade Random Org gemacht und Bram und Sepp fangen an. Ja, die sind da hinten. Ja, dann let's go. Nice, Bram. Immer nur eins zuordnen, dann ist das nächste dran. Oder die Runde schließen, das ist eure zweite Option. Okay. Also, wenn die Runde geschlossen wird, dann sagst du, ob dann das richtig ist. Und da gibt er einen Punkt. Und wenn das falsch ist, dann sind wir wieder dran und müssen weiter zuordnen. Ne? Korrekt. So ist es halt auch weiter. Okay. Ah. Wenn das falsch ist, gibt es einen Minuspunkt, by the way. Also, ihr müsst zuordnen, Bram und Sepp beginnen. Okay. Geil. Fange ich mit einem an, ja? Hast du ein Safe-Ding? Ja. Okay. Wir nehmen den Schwertschlüssel und den geben wir Elden Ring. Okay. Oder nicht? Möchtest du? Ja? Ich kenne den Schwertschlüssel nicht. Ist das der Schwertschlüssel? Die Frage ist, jetzt haben die ganzen... der heißt doch im Deutschen... Also der heißt... Sword Key. Moment, der heißt... Ja, nee, Moment, der heißt Stone Sword Key. Aha. Oder ist das egal? Gute Frage. Das weiß ich nicht, Bram. War das erste gewesen, aber das kann natürlich direkt falsch sein. Hast du denn irgendeins? Ich hab eins, aber du hast jetzt schon eins genannt, sogar mit Zuordnung. Das macht ja nichts. Das macht nichts, aber das ist, glaube ich, falsch. Dann würde ich das, glaube ich, eher nehmen, oder? Aber das ist, glaube ich, doch falsch. Ich glaube, ich habe das verwechselt mit dem Steinschwertschlüssel. Jetzt bin ich mir unsicher. Das ist aber ein Nimm mal was deins. Lass dir mal offen. Wenn die den nehmen, dann tut's mir wirklich leid. Aber ich glaube, der hieß Steinschwertschlüssel. Bei Elden Ring. Okay, dann nehmen wir den Ehering und den sollten wir Stardew Valley zuordnen. Okay. Feind für Bram? Ja, machen wir. Alles klar. Kann ich nicht, kann sein. Ehering zu Stardew Valley. Jetzt sind Jay und Chris dran. Soll ich quatschen oder willst du quatschen, Chris? Also ich habe hundertprozentig richtige. Ich habe auch hundertprozentig richtige. Wenn du 100%, nimm du deinen zuerst. Okay, Mumenpuppe, Witcher, Wild Hunt. Sehr gut, guck mal, ich hätte einen anderen gehabt. Die Mumenpuppe Perfekt. Kommt zu Witcher, Wild Hunt. Jetzt sind wieder Bram und Sepp. Tja. Ja, für mich können halt viele Dinge sowohl bei Witcher als auch bei Skyrim halt sein. Das ist echt ein bisschen doof. Ich habe leider mit Ausnahme von Elden Ring alle anderen drei Spiele nicht mehr so im Kopf oder nicht gespielt. Aber eine Aschenrune wäre doch... Achso, warte mal, Runen gibt's auch bei Witcher. Gibt's in Elden Ring Runen?
Ja, aber der heißt nur Runes. Also es sind halt die von die Runes. Die gibt's auf jeden Fall. Aber alles mit Asche wäre dann Spirit Ash oder so gewesen. Ich kann mich nicht an Rune Ashes erinnern oder Ashen Runes oder so. Kennt ihr das nicht mehr? Runes. Deswegen würde ich das. Aschenrune würde halt. Ja, Skyrim könnte halt immer noch sein. In Witcher macht er doch Runenzeichen als Zauber. Aber das sind Zauber, das sind keine Items. Dann brauchst du vielleicht ein Item für? Gab's da. Ja, genau. Gab's da so Papyrus-Dinger, wo man die drauf machen konnte und die dann einsetzen? Ich hab keine Ahnung. Uff. Ich weiß es zur Auswahl. Schließ doch einfach. Was wollt ihr nehmen? Das ist halt ja richtig, für ist ja alles falsch. Ich habe wirklich gar keinen davon. Einen würde ich so ein bisschen in die Richtung schieben. Das ist alles, was ich noch habe, tatsächlich. Okay. Das wäre Kristallarium. Ich habe noch eins. Oh, ich habe gerade eins gefunden. Dann nimm Kristallarium. Ja, also das würde ich gerne mit dir besprechen, tatsächlich. Mein erster Gedanke war dabei, das zu Skyrim zu schieben. Kristallarium. Feeling oder Wissen? Nee, Feeling. Gar kein Wissen. Also auch gar keine Erklärung? Nee, nix. Dann nehmen wir Müsli-Riegel und packen das bei Stardew Valley hin. Okay. Müsli, miam, miam, miam. Okidoki. Ich kann nämlich am Anfang craften. Damit sind wieder Jay und Christian dran. Das müsste Müsli. Ja, das ist schade, den hätte ich auch genommen, aber Jay, dann nehmen wir den nächsten, den Ring von Yoba. Mhm. Den hätte ich gern bei Stardew Valley. Mhm. Hätte ich auch gerne. War das OP-Item? Ja, kann sein. Also Ring von Yoba sagt mir auch auf jeden Fall was. Den hätte ich auch zu Stardew Valley gebracht. Den kannst du craften. War das nicht das? Chris. Sehr schön. Super seltene Ding. Na. Tja, wenn du was hast, dann hau einfach raus. Ich habe nur Feelings. Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Ich würde, glaube ich, Finns Laute nehmen. Nimm Finns Laute. Elden Ring würde ich die nicht zu. Nee, da würde ich die auch nicht zu. Witcher ordnen. Könnte ich mir halt sehr gut vorstellen. Bei Skyrim gab es da Lauten. Ich könnte mir bei Skyrim auch vorstellen, dass irgendeinem Random tut auch die Fresse aus, da ist halt Finn und dann gibt es da Finns Laute, weißt du? Laute ist ja ein Musikinstrument. Ja, ich weiß, Leute, Kills. So. Gab es da keine Musikinstrumente bei Skyrim? Sehr laut auch. Bin ich mir halt nicht so sicher. Also bei Witcher gibt's hier auf. Ja, der Bade alleine hat ja schon. So, ist das nicht eine Laute oder ist das eine Klampfe? Ich weiß es nicht. Ich würde, glaube ich, Finns Laute Witcher einfach zuordnen. Wir müssen ja irgendwas tun. Peter hat noch nicht geschlossen, also gibt's noch welche. Okay, Peter Finns wird Laute niemals selber schließen. Zu Witcher 3. Ja. Ja. Doch klar, Peter macht zu, wenn wir alles zugeordnet haben. Genau. Nee, Peter macht. Ja, wenn wir alles zugeordnet haben, ist richtig. Aber das heißt, wir werden die ganze Zeit falsche Sachen zuordnen. Ja gut, du kannst oder auch sagen schließen. Oder schließen. Ja, nee. Okay, Jam Chris. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da einfach noch 10 Begriffe stehen. Die das wäre halt wild. Oh, vor allem so Elden Ring und Skyrim, scheiß drauf, das brauchen wir gar nicht. Hast du noch was Safes? Ich habe zumindest harte Vermutungen, aber ja, okay, bin ich nicht 100%ig safe. Also, sag einfach mal, was du sag einfach den Begriff. Aschenrune. Den du Aschenrune. Okay, da habe ich nichts zu, aber erzähl ruhig, wenn du möchtest. Also, wozu hast du denn was? Chorusfrucht. Oh, das klingt interessant. Chorusfrucht. Ja, nee, ich will jetzt nicht noch mehr nennen, weil nachher, ne? Also, ich hätte halt so ein paar. Wie ich kannst halt du ruhig was zu erzählen, könnte. Ne? Ich habe aber auch noch andere, also. Ja, aber da müssen wir ein bisschen nach uns selber gucken. Dann, wo willst du denn die Chorusfrucht hin tun? Zu Skyrim. Okay. Okay? Ja. Alright. Chorusfrucht zu Skyrim. Damit sind wieder Bram und Sepp dran. Die haben schon. Ihr seid am Struggle. Ich merke das so.
Keine Ahnung. Ist gar nicht meine Kategorie. Ja, sind wir einfach auch am Struggeln, aber wir tun nicht so. Selbst beim Ehering bin ich mir mittlerweile nicht mehr sicher, ob das nicht der Ring von Joba einfach ist, den du craftest. Du kannst da heiraten, Sepp. Ja, du kannst craften, aber ich meine, du brauchtest den Ring von Joba dafür. Also ich weiß, aber in Skyrim-Zwischen kannst du auch heiraten, das weiß ich. Ich hätte den Ehering aber auch zu Stardew Valley gemacht, Sepp. Das stimmt, das eine schließt dann, vielleicht gibt es ein Item ja auch in zwei Kategorien. Weil wenn das nee, so das meine ich nicht, ist. Aber nur weil du den Ring von Joba craften kannst, lässt er dir nicht dadurch den ich meine, den damit den gibt. Brauchtest du, um zu heiraten. Nee, aber was ich meine ist, vielleicht gibt es ja so ein generischer Name wie Ehering, kann ja vielleicht tatsächlich in Stardew Valley und Skyrim vorkommen. Aber das wäre schön, aber ich glaube, so gnädig sind die bei den Kategorien nicht mit uns. Das ist wahrscheinlich richtig. Hey Bram, was würdest du Elden Ring am ehesten zuordnen? Wieso rutsche ich eigentlich so weit nach rechts? Let's go damit. Boah. Hier links. Die Kirschbombe. Gibt's Cherry Bombs? Fuck. Ich bin mir gar nicht sicher. Kannst du was schmeißen? Kirsche? Nee, macht keinen Sinn. Mit es gibt Agents auf jeden Fall Cherry Bomb! Hier gibt's. Nicht schmelzen, Also es gibt auf jeden Fall Bomben in Elden Ring. Ja, aber die werden, ich glaube, die heißen Jars, heißen die, meine ich. Feuerwerksstern. Es gibt auch unterschiedliche Bomben. Also ich würde vielleicht Kirschbomben sogar vielleicht nehmen. Das passt sogar fast am besten. Hey. Gibt's in Stardew Valley mit aus Kirschen eine Bombe bauen? Hm. Ja, gibt's irgendwo Prince Adrian? Weiß ich halt nicht. Dann wäre Prince Adrian, wenn du den aus Stardew Valley nicht kennst und ich den auf Anhieb nicht aus Elden Ring kenne, dann würde ich Witcher einfach ausschließen und sagen, lass den Skyrim geben. Das ist eine 50-50-Chance zumindest. Können wir auch machen. Ja, komm, Prinz Adrian auf Elder Scrolls. Das Tagebuch vom Prinzen zu Elder Scrolls. Irgendein Gummel-Tagebuch wird der Bild auf. Könnte auch sehr gut Witcher gewesen sein. Kann auch Witcher gewesen sein. Ich hab keine Ahnung, wer 50-50-Chance, sag ich dann. Würde ich auch als 50-50 sehen. Weißt du, wer Adrian ist? Bei Skyrim oder bei Witcher? Ja, generell. Hab keine Ahnung, ist ja egal. Nee. Prinz Adrian kann halt irgendeiner sein, der zum Beispiel zu irgendeiner Schule gehört hat bei Witcher. Tja, kann man sein. Woher zur Hölle soll denn ein Bienenpräparat sein? So, was? Also, was hast du denn noch, Christian? Hast du die Aschenrune gehabt? Die hast du selber hinzufügen. Bist du dir da sicher? Oder ist das so ein Feeling? Nee, gar nicht. Ich bin mir gar keinem nicht mehr sicher. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, so nicht schmelzen. Na, wobei, nee, das auch nicht mehr. Ich habe keine Ahnung mehr. Also, ich bin mir bei zwei das heißt, sicher, dass die nicht okay, hier reinkommen. Okay. Wir können ja nochmal darüber reden. Es heißt Steinschwertschlüssel. Ich kann mir aber nicht vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so knallhart gemessen wird. Das Doofe ist bei Schwertschlüssel, das passt halt technisch gesehen in alle Spiele rein. Der Begriff, also auch so das Item. Oder es ist es halt gibt hart. Aber ja nicht, es gibt ja auch nicht nur die Steinschwertschlüssel, es gab doch auch noch irgendeine andere Kategorie. Die hießen da nicht Steinschwertschlüssel, sondern. Oh, ich weiß was! Irgendein anderes Material. Ich glaube, ich weiß was. Also dann, bitteschön. Ich meine, das Herz des Meeres ist was bei Stardew Valley. Was bist du kriegst dir da vom, sehr sicher, was du weil ich vom meine, Angler. Das ist doch aus Minecraft. Oh. Also, das ist einer der zwei Begriffe, wo ich mir relativ sicher bin, dass die hier nicht reinkommen. Dann sollten wir das vielleicht sein lassen. Haben wir da nicht immer Herz des Meeres und so einen Quatsch gesucht? Dann, ich habe Minecraft lange nicht mehr gespielt. Dann habe ich es vielleicht jetzt versaut und dir da einen und uns einen geheimen Punkt weggenommen. Fuck. Ja, ist ja egal. Besser als wenn wir das jetzt zugeordnet hätten. Ja. Also, das ist ja überhaupt nicht viel gesprochen. Ne, das hätte ich cool gefunden. Alter, ich habe keine Ahnung. Lass es für irgendwas entscheiden und das dann einfach hinzufügen. Oder wir tun so, als wir. Nee, schließen ist jetzt Quatsch, glaube ich schon. Wir tun so, als wenn wir noch mal wissen. Die Sache ist. Das kann doch nicht sein. Die Sache ist. Ja, pass auf. Du hast ja auch Elden Ring gespielt. Ja. Da gab es doch dieses Crafting-Material, was man in den Minen gefunden hat. Diese komischen Kristalle, die da einfach nur an den Dingern, an den Wänden hingen. Das waren halt nicht irgendwelche. Das waren doch. Glühwürmchen. Nee, du hast doch da auch so ein Kristallschild zum Craften, nicht zum Verbessern eingesammelt. War das Kristallarium auf Deutsch?
Alter, nee, das kann ich, ich kann mich nicht erinnern. Also das Einzige, was ich hier von denen aktuell Elden Ring zuordnen würde, wäre, wenn dann der Schwertschlüssel. Weil das Ding halt ja, komm, nicht dann machen wir Steinschwertschlüssel das. Heißt. Also es ja, heißt es eigentlich Steinschwertschlüssel, aber... Es gibt aber nicht nur den Steinschwertschlüssel, es gibt noch einen anderen Schwertschlüssel. Ja, okay, keine Ahnung. Aber dann könnte also, das auch zu, das kann ja auch aus, wie heißt denn das hier, Kingdom Hearts oder so noch sein, weiß ich nicht. Wie, das wäre dann Keyblade, das wäre ein Schlüsselschwert. Ah ja, guck mal. Und nicht Schwertschlüssel. Aber keine Ahnung, Schwertschlüssel zu Elden Ring. Okay, das ist das Einzige, was ich zu Elden Ring hinzufügen würde. Also, was ich dir sagen kann, ist, nachdem die so viel darüber geredet haben, weiß ich wieder, wie der andere Schlüssel heißt. Der ist nämlich magischer Steinschwertschlüssel. Das weiß ich wieder. Den kriegst du nämlich bei den 3 Bell Fairies da oben, bei den 4 Türmen. Aber dann wäre das ja eigentlich falsch, weil Schwert, also Stoff ja, gibt doch Schwertschlüssel. Vielleicht gibt es auch noch einen Schwertschlüssel, ja, aber zumindest der, den man diesen Goblins in den Arsch schiebt, der heißt Steinschwertschlüssel und der andere ist magischer Steinschwertschlüssel. Aber vielleicht gibt es trotzdem einen Schwertschlüssel in dem Spiel. So, ja, Herz des Meeres, das war auch das Einzige, was ich noch wusste, das hat nirgendwo hingehört. Ja. Das war belastend. Da habe ich mich kurz gefreut, als er Richtung Stardew Valley gegangen ist. Da dachte ich mir kurz, yay, yeah, vielleicht weiß Christian das nicht. Tja, ja, also Kirschbombe. Mit dem Kristallarium, das kann halt wirklich sein, ne? Aber ich habe auch keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Ich weiß, was er meint in den Minen da, wo ich die weiß, komischen aber du findest halt ja in jeder Mine ein anderes Material an den Wänden. Das ist ja nicht immer dasselbe. Nee, das ist. Ja, meint ist schon, glaube ich, das Gleiche. In jeder Mine. Ja, genau, aber das ist ja nicht so. Schmiedesteine und halt dieses Knallzeug. Aber ich weiß nicht, was... Ich habe halt auch irgendwann Elden Ring auf Englisch umgestellt, weil mir das echt auf den Sack gegangen ist, wenn man da mal was nachguckt. Also, wie gesagt, deswegen... Crystal... Ja, stimmt, du meinst Crystal... Ja, lass Crystallarium dann für Elden Ring nehmen. Ja, hey, let's go, whatever, du, komm. Wir sind sowieso absolut let's lost go. In dieser... Wir sind absolut lost. Gewinne, gewinne, gewinne! Jay und Chris sind dran wieder. Ach, vielleicht waren auch einfach nur zwei Begriffe und ansonsten ja, haben wir die ganze Zeit und wir haben um immer die Ohren. Noch nicht den zweiten gefunden. Ja. Weil Bienenpräparat kommt auch eigentlich auch aus Minecraft, genauso wie die Kirschbombe oder so ein Scheiß, weißt du? Ja, noch nicht schmelzender Schnee, Feuerwerksstern, Aschenrune, Kirschbombe, Herz des Meeres und Bienenpräparat. Wie heißt denn das nochmal bei, das heißt, glaube ich, Zeichen, die Geralt wirken kann. Igni und so sind Zeichen, glaube ich, ne? Du kannst aber Runen aufs Schwert machen. Könnte die Aschenrune sein. Oh, du meinst Aschenrune ist Witcher? Ja, also könnte. Es gibt Runen, die man aufs Schwert macht, das kann ich hier sagen. Oder Siegel. Aber ich glaube, es gibt beides. Du meinst die, die man... Es gibt diese viereckigen und es gibt diese runden Dinger. Ja, ich meine, eins davon wäre Siegel und das eine wäre eine Rune. Und vielleicht gibt es ja die Aschenrune, weil die halt dann Igni verstärkt. Zum Beispiel. Ja, oh, gutes Ding. Also wie gesagt, Bienenpräparat weiß ich überhaupt nicht. Das könnte so Stardew Valley sein, es könnte auch Minecraft sein, Terraria, was weiß ich. Ey, irgendwann ist auch der Punkt gekommen, wo ich sagen würde, lass mal schließen. Ich wüsste auch Feuerwerksstern überhaupt nicht, wem ich das zuordnen soll. True. Da klingen so viele Sachen nach Stardew Valley, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ist. Ja, ich glaube auch, dass da ganz viel Stardew Valley Verarsche drin ist. Ja, von mir aus können wir nochmal gambeln. Aschenrune dann, oder was? Ja. Witcher? Ja, komm. Ich bin Aschenrune right. Zu The Witcher 3 Wild Hunt. Ich habe eine Frage, aber. Peter, wenn wir jetzt schließen, dann sind wir aber auch nicht nochmal dran, oder? Doch, ihr seid doch, dann nochmal dran. Also nur unter der Voraussetzung, dass ihr falsch schließt und die anderen dann... Ne, die können dann ja gar nicht schließen. Nee, genau, also nee, genau, wir können dann... Genau, die sind dann nochmal dran. Wir werden dann nochmal eins hinzufügen. Also schließen ist eigentlich ultra dumm, weil du kannst lieber was Falsches nehmen, kriegst einen Punktabzug als... Nee, aber wenn du richtig schließt, kriegst du einen Punkt. Ja, nee, richtig schließen ist ja nicht, weil die Runde endet ja, wenn es durch ist. Nein, die Runde ist durch, wenn rechts keine Begriffe mehr stehen, richtig. Die du zuordnen kannst. Ah, kannst ich hab verstanden, wenn rechts keine richtigen Begriffe mehr stehen. Nee, das ist Quatsch. Ja, genau, wenn rechts keine richtigen Begriffe mehr stehen, das ist absolut korrekt, Sebastian. Nein, das ist nicht korrekt. Und wenn das jetzt alles falsch, wenn rechts gar keine Begriffe mehr stehen, endet die Runde automatisch. Ja, aber wenn wir schließen und rechts stehen halt nur noch Sachen, die anderen Spielen zugeordnet werden, dann haben wir richtig geschlossen. Dann kriegen wir einen Punkt. Ah, ich habe verstanden, dass Peter schließt, wenn rechts auch nichts mehr zugeordnet wird. Nee, der schließt gar nicht. Der schließt erst, wenn fünf Begriffe noch weg sind. Ja, richtig, wäre schön. Sepp?
Lass nicht Herz des Meeres nehmen, ansonsten habe ich keine Ahnung. Schließ doch mal, mach doch mal. Können auch schließen, ist mir echt Latte. Kannst aber auch nicht schmelzender Stehen oder den Feuerwerksstern dahin stecken oder. Die Wahrscheinlichkeit wo. Ist relativ hoch, dass wir halt falsch einordnen. Ja. Ich würde, glaube ich, einmal tryen zu schließen, weil dann mir schließe, fällt, ich geh kurz an mir fällt zu den Sachen echt nichts mehr ein. Außer die Kirschbombe, aber. Also? Schließen wir. Ihr beantragt die Schließung. Diese Schließung ist falsch. Ach. Falsch. Hey, Christian, ich hab Norbert. Jo. Kannst Bomben werfen in Witcher. Ja. Also, und ich könnte mir vorstellen, dass die Kirschbombe eine der Bomben ist, die man bei Witcher Wild Hunt schmeißen kann. Kann ich mir so gar nicht vorstellen. Kann man so gar nicht. Was würdest du denn noch zuordnen? Außer Herz des Meeres. Da können wir mal ein anderes nehmen. Das ist halt auch nur eine Vermutung, die ich halt habe. Nicht ich versuche mich halt an irgendwelchen Schnee. Sachen. Wo gibt es denn viel Schnee in Skyrim? Das stimmt. Aber warum ist nicht schmelzender Schnee so besonders? Gibt aber auch Witcher. In Witcher gibt es auch Schnee und in Elden Ring gibt es auch Schnee. In Stardew Valley im Winter auch. Das ist richtig. Aber da würde ich es am wenigsten. Sehr gut. Okay. Aber ja, Skyrim hat sehr viel Schnee. Aber wofür braucht man nicht schmelzenden Schnee? Zum Craften, oder? Ja, wahrscheinlich okay, Craft zum Craften. Kannst du in allen drei, in allen vier Spielen. Ja, okay, gehen wir weiter. Kann man mit nicht schmelzendem Schnee irgendwann den Elden Ring craften? Nee, konnte man Schnee überhaupt aufnehmen? Ich glaube nicht. Ich habe keine Ahnung. Okay, was von diesen Begriffen ist denn Bienenprepper? Was macht man denn mit einem Bienenpräparat? Honig. Nee, die Bienen anlocken. Ist das nicht Stardew Valley? Keine Ahnung. Oder... Tja, was soll ich sagen? Ich will hier keine Tipps geben, aber ihr solltet nicht schließen. Man. Ich würde. Ja, achso, ja, cool. Dankeschön, Dankeschön Peter. Wow, ja, voll Partei steht Peter wieder. Ja. Uff. Ich würde auch mal sagen, ne, ich würde das Bienenpräparat zu Stardew Valley stecken. Jay, was denkst du darüber? Ich dachte dazu, es gibt keine Bienen. Es gibt keine Bienen. Gibt es Bienen in Stardew Valley? Klar, es gibt ja auch Honig. Denkst du gerade an Spinnen ja, vielleicht? Nee. Es gibt auch in Skyrim große Bienenzuchten, ne? Niemand hat Bienen Spinnen gesagt. Es gibt, wenn du. Oh lol, warte mal. Lillem. Oh, da kommt der Geist. Es gibt auch Bienen in Witcher. Und damit meine ich nicht Spinnen, sondern es gibt Bienen, wenn du dich noch vielleicht daran erinnern kannst. Oben bei Novigrad gibt es ganz viele Bienenstöcke. Und vielleicht. Novigrad nicht auf DayZ? Ey, lass das Bienenpräparat zu Witcher Bienenpräparat nehmen. Zum... Ja, okay. Hast mich überstimmt. Okay. Bienenpräparat dann, okay, ja, Christian? Okay, das ist jetzt Stardew Valley, ey. Dann zu The Witcher. Dann fließ ich in meinen Stuhl. Ich sehe hier, voll bei eurem Team ist klar die Witcher-Präferenz bei den Items. Drei Items zum Witcher. So, komm. Sepp. Oh, endlich. Feuerwerkstern, nicht schmelzender Schnee. Doch nochmal, dann können wir gucken, ob Bienenpräparat... Also ich bin immer noch Fan von nicht schmelzendem Schnee. Schließ doch mal, ja. Wäre Eis in meiner Denke und das könnte ich mir zumindest vorstellen. Warum heißt das dann nicht Eis? Ring ist. Ach, in dem Ring, Alter, ich bin so durch. Im Spiel. Und das würde ich vielleicht Skyrim zuordnen. Weil ja, war mach. Echt viel kalt. Ja, mach. So, es ist kalt in Skyrim, da gibt es aber auch dann nicht schmelzenden Schnee, ist ja super. Ja, der ja, dauerhaften, klar. So Permaschnee. Ja, irgendwie so. Zugeordnet. Perfekt. Nicht schmelzender Schnee zu Elder Scrolls. Soll ich aber zumachen, dann ist gut. Okay, Jay. Raten wir jetzt noch ein bisschen rum oder gucken wir nochmal, ob irgendwas richtig wäre? Ich sag, die Kirschbombe gibt es. Müssen wir nur zuordnen. Na scheiße, ja, dann müssen wir... Okay, also ich glaube, es wird zwei geben. Ich würde schließen. Echt? Ich glaube, es gibt nur zwei, die übrig bleiben. Aber okay, wir können auch einfach schließen.
Weil dann muss ja einer, dann muss entweder... Dann nehmen die ein und dann schließen wir nochmal. Ja, genau. Kriegt ihr einen und Punkt im Zweifel kriegen die ja auch einen Minuspunkt. Nur wenn es richtig geschlossen wird, dann ist ja vorbei. Genau, vielleicht ja. ordnen die ja auch richtig zu. Aber ja, aber die kriegen einen Punkt und nicht, dann ist einfach vorbei. Okay. Also wenn die jetzt halt dann... pass auf, wenn wir jetzt schließen, das falsch geschlossen ist, dann kriegen wir einen Minuspunkt, aber die haben ja auch nicht dann auf jeden Fall einen Pluspunkt, weil sie ja gar nicht wissen, ob sie die Kirschbombe dann Elden Ring oder Witcher oder wie auch immer zuordnen müssen. Ja, oder jedenfalls Herz des Meeres da plötzlich, weil es dann doch bei Witcher auch gibt. Ja. Also lass schließen, ist okay. Ja. Okay, ihr habt euch auf Schließen geeinigt und das ist falsch. Schade. Ja. Feuerwerkstern. Nee, das heißt, die Blume, es gibt eine Sternblume in Stardew Valley. Die heißt aber nicht Feuerwerkstern. Gut, was ist mit Elden Ring? Nicht Elden Ring. Mein Gott, Elder Scrolls. Feuerwerkstern, Kirschbombe, also, irgendwas. Also Kirschbombe wäre ich auch, sich genauso wie die anderen, ist halt, also in den Spielen kann man Bomben werfen, ne? Und du musst dann irgendwie aus Kirschkern oder so, oder eine Kirschbombe ist einfach eine rote Bombe. Wo könnte man eine rote Bombe sich vorstellen? Bomberman. Ja, Bomberman. Elden Ring. Aber. Nicht Elden Ring. Mein Gott, Skyrim. In Elden Ring nicht. Ich glaube, da heißen die, da wird die dann im Deutschen irgendwie Scharlachbombe oder so wird die dann heißen. Wird auch irgendwie wenig Sinn machen, ne? Kann man jetzt Stardew Valley Bomben werfen? Ey, keine Ahnung. Ich glaube nicht. Lass auch schließen. Bomben gibt es auch in Terraria. Also die Sache ist die, pass auf, Sepp, das Einzige, also Herz des Meeres, bin mir ziemlich sicher, dass Minecraft ist. Kirschbombe, keine Ahnung, ja, könnte auch Zelda sein von mir aus. Und Feuerwerkstern ist dementsprechend das Einzige, was ich nicht, was ich mir vorstellen könnte, was noch zu irgendeinem der Spiele ist. Und du kannst es einfach eins aussuchen. Terraria gibt es ja auch Bomben, gibt es da Kirschbomben? Was heißt denn Feuerwerk auf Englisch? Ist das Firework. Ja. Firework. Fireworks da heißt das. Ja. Ja, also deswegen, so komme ich halt zu Feuerwerkstern. Irgendwann müsst ihr machen, Leute. Abraham. Ja. Mach. Was ist grün und hat harte Nippel? Schreck. Was? Schreck? Okay, finde ich auch nicht schlecht. Alter, ihr ja, keine Ahnung. Ja, nimm okay, Feuerwerkstern und pack das zu. Gott. Stardew Valley. Finde ich gut. Super. Mit dem neuen Patch gibt's eine neue. Ich hatte gerade wieder einen Geistesblitz, Chris. Geil. Mag Kirschbombe würde ich zu Stardew Valley packen. Es gibt Bomben in Stardew Valley. Und okay. Gibt's Bomben? Ich glaube, es gibt auch eine Kirschbombe, ja. Gegen die Gegner. Kannst du, glaube ich, da Bomben. Gibt Gegner in Stardew Valley? So weit habe ich nie gespielt. Da bin ich jetzt komplett los. Hä, in der Mine? Bin ich komplett los. Ja, Mine. Wir können auch einfach schließen. Gegner. Ich bin so durcheinander. Es hätte auch wieder die. Wir müssen einfach wieder schließen. Das Ding ist, wenn wir jetzt die Kirschbombe zuordnen, werden die anderen bei Herz des Meeres safe schließen. Ja, deshalb das müssen wir schließen. Wenn wir schließen, können sie halt immer noch den Pluspunkt kriegen. Wenn wir jetzt falsch schließen, werden die Kirschbombe zuordnen und müssen dann aber auch immer noch das richtige Spiel finden. Ja. Wobei es echt lustig wäre, wenn Herz des Meeres noch in einem anderen Spiel wäre. Und dann nochmal falsch geschlossen. Herz des Meeres ist in Stardew Valley, Leute. Ja, den Geistesblitz hatte ich auch schon. Ich habe mehrere Geistesblitze gehabt und danach denke ich mir dann so, wenn ich darüber rede. Ich vertraue gar nichts mehr. Wir sind einfach absolut lost. Wir sind einfach extrem dumm. Wir sind komplett lost. Also entweder schließen wir oder wir nehmen die Kirschbombe. Eins von beiden. Wenn wir 50% der Dinger richtig haben. Komm, Christian, entscheide du. Geht dir. Ich habe schon sehr viel entschieden. Ich würde schließen an eurer Stelle. Ja. Dann tun wir die Kirschbombe noch zu Stardew Valley. Nice. Alles klar. Geil. Wir schließen. Wir schließen. Das ist falsch. Ihr schließt. Das ist richtig. Ah, nice, am Punkt gekriegt. Einen haben wir schon. Alter, jetzt bin ich so gespannt. Da haben gleich wahrscheinlich ein Team, das minus 5 Punkte, dann andere minus 4. Das kann nicht sein. Ich glaube nicht, dass nur ein
Ja, ja. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, jedes hat nur zwei und es sind vier zu viel. Es sind echt extrem zu viele. Also wenn wir positiv aus der ganzen Sache rausgehen, Bram, sind wir schon gut, glaube ich. Wundern. Okay, Leute, wir gehen die Items in meiner Liste jetzt nach und nach durch. Wir beginnen mit der Aschenrune. Die wurde zugewiesen von Jay und Chris zu The Witcher 3 Wild Hunt. Und die kommt zu The Witcher 3 Wild Hunt. Yes! Nice, Jay! Ein Punkt für Jay und Chris. Wichtig. Und damit das falsch geschlossen ausgeglichen. Als nächstes, Prinz Adriens Tagebuch wurde zugeordnet von Bram und Sepp zu Elder Scrolls 5. Was denn? Ich sehe keinen Punkt. Ja, weil die hatten vorher minus 1 und jetzt haben sie 0. Das macht voll Sinn. So, Prinz Adiens Tagebuch wurde von Bram und Sepp Elder Scrolls 5 zugeordnet und kommt zu Witcher 3 Wild Hunt. Oh, schade. Ja, das war 50-50. Das minus 1 kam von dem falsch geschlossen, ne? Genau. Okay. Dadurch kriegen Bram und Sepp einen Punkt abgezogen, weil es falsch zugeordnet ist. Schon okay. Kommen wir zur Mubenpuppe. Positiv wäre gut. Die wurde von Jay und Chris zu Witcher 3 Wild Hunt zugeordnet. Jay ist sich direkt sicher, das ist doch richtig. Ja, also die Mumen gibt's in Witcher 3. Also wenn das jetzt nicht die Mumenpuppe gibt, dann wäre das halt echt mies. Aber kann natürlich sein. Das ist korrekt zugeordnet, ein Punkt vor. Geil. Sehr schön. Nice. Finns Laute. Es ist wurde von Bram und Sepp zu Witcher 3 zugeordnet. Es wäre dann sonst von dem hier Rittersporn, wie die heißen, Rittersporns Laute. Ist Skyrim, ja, tatsächlich. Ja. Ach, wir haben so viel Pech, Bram. Nee, ihr seid einfach falsch. Ja, weil wir Pech haben. Jay, warte mal ab, da kommen noch ganz viele. Ja, wir kriegen gleich auch noch auf die Fresse. Wir kriegen gleich auch noch voll auf die Fresse. Nicht schmelzender Schnee. Haben sie hin und her diskutiert. Wo gibt's Eis, wo gibt's kein Eis? Überall. Wurde zu Skyrim zugeordnet und gehört auch zu Skyrim. Absolut korrekt. Oh, wir haben einen Punkt für Bram. Weißt du, was man damit macht? Ist das so ein Crafting-Ingredient? Ey, müsst ihr... Keine Ahnung. Okay. Ja, jetzt ist wieder richtig, ne? Ja. Ich hab den Punkt schon vergeben. Nice. Earring wurde zu Stardew Valley zugeordnet. Der ist richtig. Der kann auch Skyrim sein. Der ist Stardew Valley. Falsch. Was? In Stardew Valley heißt der Heiratsring. Alter. Das heißt, das ist ein komplett falsches oder kommt der woanders hin? Ich geh mich erhängen. Kommt zu Skyrim. Fuck. Und doch zu Skyrim. Ja, okay. Und dadurch Sepp, da fühle ich dich. Das ist richtig süß. Aber also der Müsli-Riegel ist aber hundertprozentig richtig. Der ist richtig. Auch am Anfang genommen. Wir machen erst die sagenumwobene Kirschbombe. Oh nein. Bitte nicht, dass sie dabei bei oder nicht dabei. Ist die überhaupt richtig von den vier Spielen? Peter Schuss. Zelda. Das ist Legend of Zelda. Das muss Link sein. Oh. Es ist Stardew Valley. Ach du Scheiße. Yes. Was? Yes. Stardew Valley. Da ist der Geistesblitz. Dieser Geistesblitz von Jonathan kam, glaube ich, in dem Moment, wo Sepp darüber geredet hat, dass man in Stardew Valley keine Bomben hat. Nee, ob man Bomben hat. Und ich war der Meinung, das keine. Kurz davor. Okay, krass. Müsli-Riegel wurde absolut korrekt bei Stardew Valley eingeordnet. Also für euch. Ja. Ein Punkt wieder. Das Kristallarium wurde Elden Ring zugeordnet, gehört aber eigentlich zu Stardew Valley. Also ein Punkt wieder abgezogen. Was? Der Ring von Yoba wurde Stardew Valley zugeordnet. Ja, der ist richtig. Und ist auch korrekt. Also ein Punkt nice, für euch. Nice, Chris. Herz des Meeres ist korrekt falsch. Minecraft, oder? Ist Minecraft, richtig. Chorusfrucht ist ebenfalls Minecraft. Ja, stimmt. Die lilanen. Ein Minuspunkt für Bram und Christian. Nee. Okay. Ja, ist okay. Gib ruhig beide Minuspunkte. Was ist das denn für ein Rick, der Scheiß jetzt? Doch, das ist schon richtig so, Bram. Ey, wieso, was habe ich gemacht? Für Bram und Christian. Für Jay und Christian. Ich habe aber dem richtigen Team den Minuspunkt gegeben, sorry. Feuerwerkstern, ebenfalls Minecraft. Alter, einfach alles Minecraft. Da gibt es den Schwertschlüssel im Sturm Minecraft. Schwertschlüssel. Also ich würde echt zur Diskussion stellen. Muss aber von Elden Ring geben. Und der magische Steinschwertschlüssel sind halt Schwertschlüssel. Nee, die heißen aber nicht so. Die heißen Steinschwertschlüssel. Auch wenn das Schwertschlüssel sind. Aber es geht ja darum, wie die Items in dem Game heißen. Und den Schwertschlüssel, den gibt es bei Resident Evil 4. Boah. Okay. Ist klar. Ja, Bram, das sind trotzdem 4 Punkte Differenz. Ja, und dann Bienenpräparat gibt es jetzt logischerweise auch bei Resi, wa? Den Bienenpräparat gibt es auch bei Resi. Das ist auch noch ein Minuspunkt. Scheiße. Ey, wir sind nicht negativ, Chris.
Alles gut, wir führen 0 zu minus 3. Ja, wir führen. Das ist das Wichtigste. Ihr führt 0 zu minus 3. Bei Elden Ring gab es einfach gar keinen Begriff. Okay, das heißt, es ist also wirklich Korinthenkackerig. Okay. Gut zu wissen. Wir haben ja, wir hatten ja dasselbe Problem. So, gibt es wirklich den Steinschwertschlüssel, Schwertschlüssel und so weiter? Ja. Das war ja dann so ein Gamble von uns. Das ist ja okay. Kommen wir zur Kategorie 2. Ja, auch genau andersrum sein können. Gleiches Spiel. Diesmal beginnen Bram und Sebastian wieder. Genau. Und es geht darum, Songs Musikern zuzuordnen. Die Musiker heißen Adele, Queen, Elton John und Justin Bieber. Zuzuordnen sind Don't Stop Me Now, Do You Remember, Can't Stop Loving You, I'll Be Waiting, Daydreamer, All of My Life, All I Ask, In the Air Tonight, I'm in Love with My Car, Tiny Dancer, Colors, Strangers Like Me, One More Night, A Kind of Magic, Another Day in Paradise. Gehen wir von Original Song aus? Also, wenn... Also nicht von irgendwelchen neu aufgelegten, oder? Es geht darum, ob oder diese Cover. Künstler einen Song haben, der diesen Titel hat. Okay. Einen habe ich safe. Ja, einen habe ich auch safe, Bram. Ey, aber dürfen wir anfangen. Ah, nee, wir dürfen anfangen. Wir dürfen anfangen. Wir fangen an. Schon wieder, ey. Willst du, soll ich? Ey, Bram, die 1 ist doch safe, oder? Die 1 ist safe. Also da sind wir uns doch beide einig. Das ja, ist da sind wir uns safe einig. Das ist Queen. Das ist Queen, ja. Was ist Queen? Don't stop me now. Alles klar. Das geht ein bisschen anders, aber ist richtig. Ja, wir können halt nicht so gut singen. Ja, wow, wenn ich Freddie Mercury wäre, wäre ich nicht hier sitzen, ja? Dann würde ich jetzt im Wembley Stadion auf der Base Grab sehr irgendwo sitzen. Jay und Chris. Jay, ich weiß auch noch einen. Ich habe zumindest also einen, der auf jeden Fall falsch ist, glaube ich. Mehr kann ja, ich hier nicht sagen. Ja, den habe ich auch. Nee, den brauchst du mir nicht sagen, das wäre ja doof, den zu sagen. Ich weiß. Ich werde dann sagen, Einspruch, wenn du den das irgendwie einordnen willst, wir nehmen, wo wir dann drüber wir nehmen reden jetzt, sollten. It's a kind of magic. To Queen. Okay. Kind of Magic to Queen. Sehr gut. Nehmen wir. Ich bin dir keine gute Hilfe diesmal. Uff. Tja. Elton John werde ich dir nichts von sagen können, glaube ich. Nee, ich dir auch nicht. Ich glaube, ich habe noch nie ein Lied von Adele gehört. Und Adele ist auch echt schwer. Also, ich habe da einige von im Radio gehört, aber puh. Hat die nicht auch einen James-Bond-Song gemacht? Ich mochte, in welchem Elan es begann. Aber hat sich schnell ja, aber beendet. Also, ne, da sind die Klassiker, die und Justin Bieber kenne ich jetzt vielleicht auch so den ein oder anderen Song aus dem Radio, aber puh. Puh, das ist jetzt Also, ein paar kann ich ausschließen. Such die ganze Zeit irgendwelche Melodien heraus. Ja, ausschließen kann ich auch eher was, wo ich mir denke, so, das kenne ich eher von anderen Menschen oder. Also, ein paar weiß ich sogar genau, wer es ist. Aber leider weiß ich keinen mehr, der da. Also, ich habe einen einzigen Verdacht noch. Aber das ist auch nur so. Ja, das ist eher so Glauben als. Das ist viel mehr Glauben als Wissen. Irgendwann habt ihr ja nicht mehr als Glauben. Ist aber ja, wir können schließen. Vielleicht ist das ja schon alles gewesen. Das ist ja auch nur ein Glaube und kein Wissen. Ach doch, das ist ja auch Wissen. Ich würde Adele nehmen mit Can't Stop Loving You kommen. Das klingt nach Adele. Das können wir von mir aus machen. Kann also sein, wenn du keinen Plan hast, ich rate jetzt einfach drauf los. Oh, hey, mach. Can't Stop Loving You. Das kann Adele. Auch von Random Guy XY sein. Jay und Chris. Ja, Chris, was hast du denn noch? Nix. Cool. Ich weiß ein paar, die falsch sind. Ja, genau. Okay, pass auf. I'm in love with my car. Würde ich jetzt Justin Bieber zuordnen. Würde ich auch Justin Bieber zuordnen, weil ich würde jetzt nicht Elton John mit einem Auto rumfahren sehen, Queen und Adele auch nicht. Ja, deswegen, wobei ist Elton John hier so ein Autosammler, keine und Ahnung. Ich kann, oh, das kann natürlich sein, aber I'm in love with my car könnte ich mir vorstellen, also nee, kann ich nicht jemand anderen zuordnen. Ich habe da noch ein paar Lieder, die man halt anderen KünstlerInnen zuordnen kann, wo ich damit ziemlich sicher bin.
Ja. Ja, deswegen hätte ich halt das mit dem Auto, hätte ich so metamäßig auf so Justin Bieber gesetzt. Alles klar. Hätte ich mir auch gedacht. I'm in love with my car. Wir sind bei dir. Christian und ich schütteln uns die Hände. Jawohl. Weißt du, das Schlimmste dabei ist, Sebastian, ich habe vor noch gar nicht so langer Zeit habe ich sowohl Rocketman als auch Bohemian Rhapsody gesehen. Echt? Ja, dann haben die da I'm in love with my car gesungen. Ja. Rocketman würde ich jetzt nehmen. Was würdest du nehmen? Rocketman, die Infos davon, also so ein paar ja, Songs die würde davon. Ja, die würde ich tatsächlich auch nehmen. Welche also, Lieder waren denn da so? So ein Guess, Bram, ne? Ja, hau mal einen raus. Colors. Das klingt ja nach Elton John. Das kann Elton John sein. Ja, so vielfältig. Das kann aber auch genauso gut. Fancy, der hat immer voll die krassen Kostüme, die bunt und so sind. Kann also sein. Könnte Colors sein. Aber die anderen Titel, die der hatten, bestanden zumindest nicht immer. Was? Ich würde Colors was anderes zuordnen. Was war das denn gerade Geiles? Bram war kurz weg und danach hat er einen nee, ich hatte gerade einen Geistesblitz. Okay, Colors was anderem, okay. Ja, ich würde Daydreamer nehmen. Daydreamer? Ja. Elton John. Adele. Achso, ja, nice, ja, sehe ich uns. Daydreamer, Adele. Okay, die Geistesblitze sind stark hier heute. Viele passieren. Guck mal, der hat schon zwei, die ist schon voll. Also, ich fand das mit Colors und Elton John halt gar nicht so bad, muss ich sagen. Christian. Hm. Der ist halt immer so ein schriller Vogel. Aber wenn du das nicht siehst, wir können auch gerne was anderes nehmen. Kann man nehmen. Okay. Colors zu Elton John von euch. Also, wenn wir jetzt auf Null bleiben, wäre das geil. Okay, Sepp, damit sind alle weg, die ich Adele hätte zugeordnet. Oh. Weil ich dachte, Adele, war das nicht die Sängerin, deren Titel immer nur aus einem Wort besteht? Deswegen ist Can't Stop Loving You, kann nicht von Adele sein. Wäre jetzt mein Guess gewesen. Ich habe keine Ahnung, Bram. Das ist mir gerade eingefallen, als du Colors zu Elton John zuordnen wolltest und ich dann dachte, weiß ich nicht, so, ey, das ist nur ein Wort. Und dann kam ich halt auf die Idee, dass Elton John, da konnte ich mich zumindest daran erinnern, immer so lange Titel hatte bei den Liedern. Was wollt ihr jetzt machen? Tja, was wollen wir jetzt machen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Strangers Like Me würde ich Adele zuordnen aus irgendeinem Grund. Ich habe ein bisschen im Kopf, dass man das eine Frau gesungen hat. Ja, aber das ist... Hast du nicht gerade Bram zugehört? Ich würde exakt dem widersprechen, was er gesagt hat. Strangers Like Me, ja, würde ich nicht Adele zuordnen. Ich meine, dieses Me wird so total hoch und lang gezungen. Das kann sein, aber der Song wird dann, glaube ich, anders heißen. Okay, das war mein Bauchgefühl. Was sagt dein Bauchgefühl? Also, was ich gar nicht zuordnen kann, ist Tiny Dancer. Deswegen, das könnte Justin sein. Das habe ich, glaube ich, auch noch nie gehört. Das habe ich so gar kein Gefühl mit. Das könnte genauso gut dann aber auch Queen sein. Wobei, Tiny Dancer, Queen, Don't Stop Me Now, Kind of Magic. Tiny Dancer, wahrscheinlich eher weniger Queen. Also, ich würde Queen und Adele bei Tiny Dancer ausschließen. Bleibt Elton und Justin. Dann würde ich sagen, machst du die andere Hälfte. Und dann gucken wir mal, ob wir Glück haben. Ja. Machen wir so halbe davon. Wir können aber jemand anders nehmen, noch wenn du woanders ein Gefühl hast. Was wolltest du Justin Bieber geben? Tiny Dancer, ne? Oder Elton. Wird ein netter Song gehen. Tiny Dancer! What the fuck? Ja. Das ist Elton John. Komm. Alles klar. Das Tiny ist Elton Dancer, John. Elton John? Ja, safe. Elton John ist nicht Tiny Dancer! Er hat eher eine... Das ist schade, Jay, bevor du da jetzt anfängst, dich drüber lustig zu machen, weil Tiny Dancer hätte ich, glaube ich, auch Elton John zugeordnet. Ja gut, aber ich habe mich über Sepp lustig gemacht. Ach so. Und nicht über das Zuordnen. Der keine Ahnung hat, halt und versucht sein. Hat, eine Erklärung dafür zu finden, das ist gut. Jay und Christian jetzt wieder ran. Ja. Mhm. Könnte man noch irgendwie metamäßig was herausfinden? Nee. Ich habe wirklich keine Ahnung. Adele, so wie gesagt, Beispiel, da, von der kenne ich einen Bond-Song. Ich stell mir zum Beispiel Justin Bieber mit nicht. Selena Gomez bei High School Musical vor, die I'll Be Rating singen.
Weil die dann auch Abschlussball waren. I'll be waiting, Justin Bieber. So, keine Ahnung, so, das ist so. Würzen wir das ganz so, mal. Das sind so die Geschichten, wie ich da hinzufügen würde. I'll be waiting, Justin Bieber. Ich habe halt leider keine Ahnung. Ich auch nicht. Okay, pass auf. Gehen wir davon aus, dass ich gerade. Ich bin sicher, dass Strangers Like Me von Adele ist, Ja, dann nehmen wir das halt. Wenn du, wenn du da sicher bist, safe eine Frau mit einer echt guten Stimme. Ich hab das, ich mach das überhaupt nicht dazu. Ich, aber das ist okay trotzdem für mich. Wenn vielleicht du das wart sagst. Ja Nina Hagen. Ja, nehmen wir das und packen das mal bei Adele hin. Ah, mir wird gleich von einem Mann gesungen, sag ich. Ihr seid die Adele-Fans hier. Ich sag, Strangers Like Me hätte ich Elton John hinzugefügt, wenn ich es gemusst hätte. Geht das nicht? Strangers Like Me. Ihr habt noch 1, 2, 3, 4, 5 und 6 habt ihr noch zur Auswahl. KJ, wer könnte sich wünschen, einen anderen Tag im Paradies zu haben? Phil Collins. Oder One More Night oder... Ja. Another day in paradise. Ah ja, stimmt. Oh, warte deswegen mal. Sollten wir das nicht machen. Deswegen ist ja auch Can't Stop Loving You falsch. Aber mehr Phil Collins Lieder sind da nicht. Scheiße! Drin. Can't Stop Loving You ist auch von Phil Collins. Deswegen, also Phil Collins kenne ich. Ja. Geht denn das? Und dann haben wir natürlich. Okay, pass auf, pass auf. Können wir mal offen reden darüber, ob wir schließen? Das glaube ich noch nicht. Aber wenn du sagst, Another Day Paradise ist Phil Collins. In the Air Tonight ist Phil Collins. One das More ist Night. Love ist La, Can You Feel the Love Tonight? Nicht In the Air Tonight. In the Air Tonight ist hundertprozentig. Calling in the Air Tonight. Stimmt, warte mal. Warte mal. Can You Feel the Love Tonight ist von Elton John. Ist Do You Remember nicht von Michael Jackson? Oh. Okay, wollen wir schließen? Okay, lass einfach schließen und nicht mal reden. Ich hab das Gefühl, ja eben, deswegen sag ich, lass mal kurz darüber reden. Lass einfach schließen, ja komm, let's go. Let's do this. Okay. Ihr schließt falsch. Schade. Das ist so schade. Ach, Bram. Aber wir haben ein paar Tipps gekriegt, das finde ich gut. Ja, okay, aber Do You Remember In The Air Tonight wusste ich beides, dass das von Phil Collins ist. Jetzt weißt du es, was dir gesagt wurde. Nein, das wusste ich schon vorher. In the end. Another Day in Paradise wusste ich nicht, dass das von Phil ist. Aber Can't Stop Loving You. Phil Collins ist echt. Ja, das sind viele Phils dabei. Das ist einfach für mich so auch einer der Klassiker. Diesen ja, aber du kennst, leider nicht die Neuauflage von In the Air Tonight von Adele. Das kann natürlich auch sein. Aber das ist heißt, ja nur halt er heißt. Blöd. Oder Tonight hat doch Bram herausgefunden. Wir haben eine Frage. Das Einzige, Bram. Ja. One More Night, ne? Ja. Das würde ich. Phil. Entweder. Was? Ach so, ja. Das würde ich, glaube ich, Adele nicht zufügen. Queen, glaube ich jetzt auch nicht. Wäre uns vielleicht ein bisschen präsenter gewesen. Elton John oder Justin Bieber. Ich glaube, das ist eher so ein Justin Bieber-Ding, oder? Ich sag, das ist Phil Collins. One More Night? Ja. Okay. Das wär für mich auch Phil Collins gewesen. Ja, du, ich versuch zumindest mit den Dingen, die mir nichts sagen, was zu bauen, wo, also das klingt nach mir, nach einem Player-Song, One More Night, hier, ich... Nee, das ist so, hey, gib mir noch eine Nacht, bevor ich sterbe, weißt du? Ah, okay. Ja. Ah, okay. Das Einzige, was für mich dann nicht mehr reinpasst, aber keine Ahnung, wer ist All I Ask. All I ask. Es muss Adele sein oder Elton. Du musst aufhören zu singen oder wir geben es auch Adele. Weißt du, guck mal, wir sind die Einzigen, die Adele bisher gefüttert haben. Das hätte jeder sein können. Das hätte auch Justin Bieber sein können. Einmal auch Adele. Wobei, wenn wir genug Sachen auf Adele geben, dann haben wir vielleicht einfach Glück. Aber wir haben noch nichts Justin Bieber zugeordnet. Das ist echt doof. Also vielleicht All I Ask. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass jeder nur zwei Titel hat. Und Can't Stop Loving You ist von Phil Collins. Schon drei gegeben nur zwei und stimmt, aber Can't Stop Loving You ist von Phil Collins. Damit stehen da zwei und dann ist Strangers Like Me auch von Phil Collins. Und dann haben wir noch einen, den wir jetzt Adele geben könnten. Oder, das ist alles kompletter Bullshit, weil I'm Love With My Car ist halt dann von Elton John und dann hat der drei und dementsprechend wäre dann Colors eigentlich von Adele. Also dementsprechend meine Taktik. Deshalb nehmen wir All I Ask und geben das Justin Bieber, weil wir haben noch keinen auf Justin Bieber. Okay, dann machen wir das so. Alles klar. Unser Portfolio, Bram, müssen wir Boom,
variabel halten. Dann war aber auch ein krasser Hit von Justin. Diversifizieren müsst ihr. Ja, diversifizieren. Hey, Christian, was ist denn mit diesem nochmal? Do you remember? Do you remember? Ist das nicht der Song von Michael Jackson? Dieses Do you remember? Aha, das könnte natürlich auch dieses Do you remember? I also, can remember. Das könnte natürlich auch von fucking Michael Jackson sein. Aber ich hätte jetzt auch gesagt, vielleicht ist das auch Justin Bieber. Also, ja. Wir haben 1, 2, 3 Titel von Phil Collins. Fast 4, ne? Einen, wo ich meine, ist Michael Jackson. Dann muss All I Ask der gewesen sein, der nicht von dem ist. Vielleicht war der von Justin Bieber. Ich würde einfach nochmal schließen. Das sind alle, würden wir nochmal schließen. Können wir nochmal schließen. Das ist alles von Adele. Dann wissen wir zumindest, ob All I Ask, der Song war nicht ja, ey, richtig vielleicht ist auch Another Day in Paradise von Queen mal gemacht worden. Was weiß denn ich? Ja, und das Schlimme ist, das muss ja nicht nur original von denen sein. Ja. Genau, das Cover reicht ja. Richtig, also, ne? Deswegen sag ich ja, wenn du jetzt davon ausgehst, In the Air Tonight ist von Phil Collins, ja, aber Justin Bieber hat das mal nachgemacht, so Pech gehabt. In the Air Tonight finde ich, weiß ich nicht, kann ich nicht zuordnen. Another Day in Paradise hat Justin Bieber gesungen. Er schließt falsch. Fuck. Warum wird das nicht einfacher für uns? Die machen sich das einfach. Wir kriegen immer Minuspunkt. Ihr habt ja vielleicht einen Pluspunkt. Ja, das stimmt. Naja, ihr kriegt auch vielleicht einen Pluspunkt. Ja, nee, wir nehmen immer den Schwung. Weißt du, ich hab grad voll ein Problem. Ich glaube, ich hab Do You Remember und In the Air Tonight ist für mich derselbe Song. Das ist auch gut. Singt Phil Collins sich einfach Do You Remember? Und dann kommt dieses Dudum-Dudum-Dudum-Dudum. Und dann sie fängt er an mit In the Air Tonight. So long. Doch, scheiße. In the Air Tonight. Doch, also der singt In the Air Tonight. Doch, ja. Also das. The love tonight. Also auf das am Ende. Am Ende sind für mich alle Songs von Phil Collins, aber die sind alle gecovert worden. Das sind alles für mich Phil Collins Songs, die da stehen. Aber wie geht One More Night? One more night. Keine Ahnung. Okay, wie geht All of My Life? Das ist ja wirklich One More Night. Ist okay, komm, dann All of My Life, oder? One More Time. Stimmt, One More Time. All of My Life. Okay, dann All of My Life. Wem möchtest du geben? All of My Life klingt Adele, irgendwie generischer. Elton? Ja, also nicht Adele, da haben wir schon so viel. Ihr habt da vielleicht einen richtigen bei Adele. Elton ist auch älter, also es passt eher zu einem älteren Herren. All of My Life, weißt du? Nicht, also aber das könnte auch Queen ja dann gesungen haben. All of My Life. Ja, weiß ich nicht. Singt man dann All of My Life, dann sagen ja, alle, boah, Alter, kurz du bist bevor 18. jemand gestorben ist, kurz bevor, keine Ahnung, kurz bevor Freddy gestorben ist, gab's nee, ich finde das mit Elton John gut, Bram. Ja, dann, wir können auch Elton nehmen. Ey, wir können auch All Justin nehmen, life, ja. All of My Life, Elton. Ich brauche nur Ansage. War nicht Freddy vor, egal. Ja, Freddy ist dann nur 26 oder so geworden. Ich wollte gerade sagen, der war ja nicht so alt. Ja, genau, aber der kann ja der kann auch so ein Moving Forward-Song sein, weißt du, so All of My Life liegt noch vor mir, so. In die Richtung. All of My Life, Elton John, komm, let's go. Jawohl, ja, komm. Oder All of My Life ist von, keine Ahnung, dem ja. Beatles. Ja, wollte nochmal schließen. Nochmal schließen. Ich hab halt keine Ahnung. Da stehen halt nur noch Phil Collins Songs, Alter. Ja, was dann lass doch schließen. Was soll der machen? Ich kann die, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Wir schließen. Alles klar, falsch geschlossen. Oh, es kann okay. Doch nicht sein. Das sind nicht alles nur Phil Collins Songs. Ja, One More Night. Nein. One More Night war das. Oh Gott, ey. Ich bin mir bei In the Air Tonight jetzt lange noch nicht mehr sicher. Aber In the Air Tonight singt er doch auch. Ja, aber das ist Another Day in Paradise, der Song, oder? Nein. Was? Nein, der macht doch diese, der macht doch dieses grandiose Trommelsolo. Alter, das Trommelsolo in the Air Tonight. Oh, long. Wunderland hat er, glaube ich, auch gemacht. Wieso ging das doch? Okay. Das Abenteuerland. Wie ging denn dann Another Day in Paradise, Bam? Another Day in Paradise, weiß ich nicht. Da haben wir ja vorhin Christian und Jay abgesnackt. Aber vielleicht ist das falsch. Was? Another Day in Paradise? Ja, das würde ich jemandem hinzufügen. Okay, ich weiß das dann nehmen wir One More Night. Okay, One More Night würde ich One More Justin Night. Bieber geben. Alles klar, komm. Alles klar, hat One More Night gemacht. One More Night, Justin Bieber. Okay. Wissen wir? Weiß ich nicht. Wir haben schon jetzt 3 Minuspunkte. Ja, dann ordnen wir nur einen zu. Okay, dann wissen wir doch. Jetzt nicht zu. Wir müssen unserer Linie treu bleiben, Chris.
Wir haben die fügen ja, die ganze komm, wir schließen. Zu. Wir schließen jetzt. Wir holen uns den Punkt. Alles klar, ihr schließt falsch. Mann, das kann doch nicht. Okay, pass auf, Sip. Vielleicht hat in die Erde schon halt, ja, jemand gecovert. Ja, ich kann Adele schon mal, wie hieß Trommel das? Sehen. Kannst du das nochmal vorsingen, damit ich mir das vorstellen kann? Also es kommt ja dieses richtig krasse Drum-Solo. Ja, das Aber und das andere ist doch von Paradise, denke ich mir die ganze Zeit. Ja, dann kommt, dann macht das auch noch weg, ja. Aber Do You Remember ist safe auch von Safe. Der macht dann Do You Remember? Das ist Michael dann, Jackson. Nein, das ist auch Michael Jackson, ja. Aber Phil Collins sitzt da safe am Klavier und singt so mit dieser tiefen Stimme dieses Do You Remember aus dem Hall und dann geht's erst ins richtige Lied über. Another Day in Paradise würde ja, ich nehmen das übergeben. Auch noch. Wem? Komm, auch Justin jetzt. Wir pushen Justin jetzt zu den Lippen. Justin Bieber, alles klar. Wir können auf jeden Fall nicht schließen, denn Another Day in Paradise ist 100.000%ig ja, aber nur von Cover sein. Wir machen jetzt Problem, in die Erdschule. Ja. Das Problem ist, Another Day in Paradise, in the Air Tonight, Do You Remember, sind alle von Phil Collins. Irgendwann ist davon gecovert worden. Genau. Es geht nur noch darum, rauszufinden, wer hat was gecovert. Dann lass uns Do You Remember auf Justin Bieber setzen. Muss ja gar nicht gecovert sein. Kann ja sein, dass das einfach ein Song ist, der genau. Ja, genau. Justin Bieber hat nämlich in the Air Tonight zuerst gemacht. Nee, aber vielleicht hat er auch einen Song, der so heißt. Ja, aber das. Dann muss das. Ja, was denn? Do You Remember auf Justin Bieber. Ja. Alles klar. Okay, so, wir schließen selbst. Jetzt schließen wir. Wahrscheinlich ultra hoch. Ja. Ihr schließt richtig. Oh, yes! Ein Punkt haben wir schon. Nice. Das ist ja jetzt Wahnsinn. Oh, positive Entwicklung hier. Ja. Okay. Oh, das war schrecklich. Das war schrecklich. Okay, all I ask. Ja. Is Adele. Sehr Dolphin. Schön. Die gibt's ja nämlich nur ein, die haben nämlich nur so einnomige Songtexte. Einwörtige Songtitel. Nee, hat sie nicht. Songtitel. Einen Punkt abgezogen für euch. Perfekt. Daydreamer ist Adele. Das ist richtig. Oh, kriegt er wieder einen Punkt dazu. Oh, nice. I'll Be Waiting. Was ist das denn? Ist Justin Bieber zugeordnet? Ah, habt ihr Justin Bieber zugeordnet? Ist aber Adele. Also ein Punkt abgezogen. Nein, das ist so fucking Adele wieder da. Wer hört denn Adele, Alter? Ja, keiner. Ja, niemand. Auf ja, von uns. Also, klar, aber... The Kind of Magic ist Queen. Punkt nice, für euch. Nice, Chris, nice. Don't Stop Me Now Don't ist auch Stop Queen. Don't Stop Me Now ist ebenfalls Queen. Punkt für nice. Die anderen. Aber die müssen jetzt I'm in Love with My Car ist ebenfalls Queen. Ich guck wieder vor euch. Keine Ahnung. Ja, wer kennt den Song? I'm in Love with My Car. Okay. Tiny Dancer. Ist korrekt Elton John zugeordnet. Ja, nice! Bram, das so ist viele unsere Kategorie! Punkte. Das kann nicht wahr sein. Do You Remember ist korrekt Justin Bieber zugeordnet worden. Do You Remember? Alter. Oh, dann war das andere falsch. Verdammt, dann ist Another Day in Paradise falsch. Natürlich. Ich mach hier nochmal so. Ich mach hier nochmal so eine Extraspalte. Phil Collins. Ja. Alles andere jetzt. Can't Stop Loving You ist Phil Collins. Punkt Abzug für euch. Strangers so. Like Me ist Phil Collins. Phil Collins, Punkt nice. Für euch. Jawohl, nice. Komm, hau rein. All of My Life Let's ist go. Phil Collins. Ist Phil Collins. Scheiße, One More Night, Phil Collins. Ist Phil Collins. Nice. Nice. Und Another Day in Paradise, Phil Collins. Yes. Jetzt kommt Colors. Phil Collins. Ja, und nein. Gleichstand, immerhin. Nice. Phil Collins hat uns alle gebumst. Als ob es einfach nur... Ja, und In the Air Tonight ist auch von Phil Collins. In the Air Tonight ist auch von Phil Collins. Was stand da jetzt am Ende noch, was dann, also bei all den Begriffen, die da von Phil Collins standen, die, was wir auch wussten, was stand da noch, was dann... Do You Remember? Do You Remember ist ein Song von Justin Bieber. Oh, fuck. Mhm. Das war bitter. Ja, Boys and Girls. Aber gut abgeholt, Bram. Scheiße. Jetzt kommt die entscheidende und letzte Runde. Charaktere zu Filmen und Serien zuordnen. Zur Auswahl stehen. Also Harry Potter? Oh mein Gott. Zugeordnet werden muss zu Harry Potter, X-Men, Breaking Bad und The Walking Dead. Und Auswahl ist Hank McCoy, James McGill, Kevin Casey, Glenn Matthews, Elliot Schwarz, Rick Grimes, Molly Clock, Seamus Finnegan, Lavender Brown, Theodore Buckland, Ben Sullivan, Gustavo Fring, Poppy Pomfrey, Doug Murphy, Kim Briggs. Das wird jetzt auch mal anfangen.
Jetzt dürft ihr anfangen, tatsächlich. Geil. Ja, Wahnsinn. Okay, ich habe ganz viele, die ich zuordnen kann. Ja, ich habe auch recht viele. Nehmen wir den offensichtlichen. Es gibt ganz viele offensichtliche. Also ja, aber zum Beispiel, ich glaube, Breaking Bad kennen die sich am besten aus. Deswegen sollten wir sowas wie Gustavo Fring nehmen. Ja, nimm Gustavo Fring. Ja, Breaking Bad. Hätte ich nicht gewusst. Gustavo Fring, Breaking Bad. Krass, echt? Ja gut, aber Bram weiß das. Ja, komm, dann nehmen wir Rick Grimes und machen den Walking Dead. Der heißt doch Rick, oder? Der erste Walking der Dead. Rick, ja. Hey, hey. Der heißt ja. Rick. Ja, ja, dann mach halt einfach schon, das ist okay. Achso, Entschuldigung. Später werden wir aber fertig machen, ja. Jimmy McGill, Breaking Bad. Ja. Das ist, hier, Saul. Wie heißt der? Saul, genau. Saul Goodman. Ich finde das gut, dass ihr Sachen nimmt, wo ich gar keine Ahnung von habe. Aber Bram ja vielleicht. Also, dann bist du jetzt da dran, ne? Steht da ein Charakter von Harry Seamus Potter? Finnegan. Wer ist das? Das ist Harry. Harry heißt Seamus? Nein, das ist nicht Harry selbst. Das ist doch der Wrestler. Warte mal, Bram. Wer soll das sein? Ein Charakter aus Harry Potter. Das ist aber nicht Harry. Nein. Wo kommt der hin? War die Sache, die Antwort war zu Harry. Ah ja, okay. Darum ging es mit Harry. Das ist nicht Harry. Aber Seamus Finnegan ist doch... Finnegan ist doch aus Harry Potter, oder irre ich mich da? Ist Seamus nicht dieses fabelhafte Tierwesen? Oh, bitte nicht, Alter. Bitte habt jetzt nicht das gemacht. Das ist doch Seamus, ist doch diese Ja, aber das spielt ja gar keine Rolle. Newt Scamander wird ja auch in Harry Potter vorkommen. Nee, der kommt nicht in Harry Potter vor. Der kommt klar kommt der in Harry Potter Tierwesen vor. Der wird sogar gezeigt in Harry Potter. Das Ding ist, da hätte ich aber tatsächlich eine Frage zu. Zählt das Harry Potter-Universum? Weil X-Men gibt es so unfassbar viele Neuauflagen zu. Ich denke, es geht um die Filme und die Serien. Und Harry Potter ist kein fantastisches Tierwesen. Das ist eine eigene Serie, die nicht Harry Potter ist. Das ist so wie bei dem Elden Ring und dem Steinschwert und Schwertschlüssel. Okay. Ich würde sagen, Seamus Finnegan... pass auf, die Sache ist die, ich glaube nicht, dass die da unterscheiden aufgrund von anderen Charakteren. Ich glaube, die fünfte Serie weiß ich. Also Seamus ist doch... Der verstoßene Sohn von... Fünfte Serie, ja? Weißt du, ist ja krass. Ja, ich weiß, sie ist nicht das so schwer. Das ist der, oder? Ja, ich würde Seamus Finnegan wäre für mich Harry Potter. Ja, aber wenn der doch bei Zauberhafte Tierwesen ist, dann wäre das ja nicht mehr Harry Potter. Fantastische. Nee, fange ich gedanklich gar nicht an. Für mich ist das Harry Potter. Das wäre mein Guess. Da kannst du natürlich jetzt sagen, nee, lass nicht machen, aber ich würde den auf Harry Potter setzen. Ich glaube nicht, dass hier unterschieden wird zwischen Fantastische Tierwesen und Harry Potter. Weil die fünfte Serie halt nicht dazu passt. Dann nehmen wir Seamus dahin. Ja. Das ist gut, dass ich nicht mit Bram in einem Team bin. Ich glaube, wir hätten sehr lange diskutieren müssen. Weil Bram hätte gesagt, Finnegan ist Harry Potter und ich hätte gesagt, Seamus ist Walking Dead, aber... Ist okay. Ich hätte noch einen. Ich habe auch noch einen. Okay, perfekt. Dann mach du. Hast du einen leichten oder einen schweren? Weil ich habe, glaube ich, einen schweren. Wurde auf jeden Fall schon die Serie zugeordnet von den Gegnern. Dann. Also, dann würde ich Glenn Matthews, das ist nämlich der Asiate, der von Dingens, die einen Baseballschläger die Fresse gekriegt hat. Also Walking Matthews? Dead. Na, keine Ahnung. Ich hoffe, dass der einfach Glenn heilt. Also der hieß halt immer Glenn. Keine Ahnung. Das kann ich, deswegen gehe ich einfach also davon. Also hast du doch keinen 100%igen, ja, okay. Ja, ich war mir schon ziemlich sicher, dass das Glenn Matthews ist. Ja, müssen wir jetzt so machen, weil wenn wir jetzt einen anderen nehmen, nehmen die anderen den. Ja, okay, dann tut mir das leid, aber für mich ist das ziemlich sicher. Okay. Also Glenn Matthews zu... Walking Dead. Zu Walking Dead. Okay, okay, dann nehmen wir noch, ich habe einen 100%igen. Ich kenne den Charakter 100%ig. Ja. Ja? Mhm. Hank McCoy. Mhm. Ist das lila Beast aus X-Men. Scheiße, das wäre der, den ich auch genommen hätte. Deswegen nehmen wir Hank McCoy auf X-Men. Alles klar, Hank McCoy auf X-Men. Ist das lila Beast? Ja, das ist so ein lila, pelziges, haariges Vieh. Ich hätte Hank McCoy, hätte ich tatsächlich zu Breaking Bad gesetzt, weil er doch Hank heißt. Hank McCoy ist richtig. Heißt der Hank nicht?
Der DEA-Typ. Ja, aber gibt ja noch mehr Leute, die Hank heißen. Also ja, Hank McCoy okay, ist hundertprozentig X-Men. Oh, hoffentlich ist dann Len richtig. Ich hätte... Okay, hast du noch den 100%? Ich habe noch jemanden sehr wahrscheinlichen. Wen denn? Da könnte ich halt einen Vor- oder Nachnamen hinzuordnen, der ziemlich sicher zu... Sag mir mal den Vornamen. Poppy. Okay, ich habe keine Ahnung. Den könnte ich halt... Da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Person... Der Charakter aus LOL? Nein, Poppy Pomfrey ist Madame Pomfrey von Harry Potter. Ja, ist klar, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, der ist halt Poppy mit Vornamen. Und Poppy ist, glaube ich, sogar... Madame Pomfrey ist, glaube ich, die Krankenschwester und Poppy ist der theoretische Schlafmond, glaube ich. Deswegen könnte das sogar witzig sein von in den Augen von... Wie bei Harry Potter vertraue ich dir blind. J.K. Rowling. Okay. Also Poppy Pomfrey würde ich Harry Potter machen. Harry Potter. Sie heißt Madame Pomfrey. Dann sind wieder die anderen dran. Wenn du das sagst, ist das in meiner Welt 100% richtig. Okay, Bram, hast du noch was? Oder? Ich weiß ein paar noch, die nicht sind. Und ich hätte noch einen Guess. Ja, über welchen Vornamen wollen wir denn reden? Oder welchen Namen? Über Elliot. Ja, da habe ich keine Ahnung von. Elliot ist so ein Frauenname, oder? Das hat ich glaube, das ist sowohl den Drachen. Als auch. Elliot ist sowohl er, als auch. Er auch gesagt. Denn heißt nicht hier jetzt Dingens Elliot? Weil Elliot sagt mir voll was und ich verbinde das irgendwie mit Walking Dead. Elliot. Elliot, sie Schwachkopf. Das aber kann sein, ich habe keine Ahnung. Elliot Schwarz kann natürlich Walking Dead sein, kann auch Breaking Bad sein. X-Men kann ich mich nicht daran erinnern. Harry Potter kann ich auch nicht. Also deswegen, ich bin mir krass geholfen. Wollen wir das nehmen? Also mir fällt jetzt auch nichts mehr gutes ein. Das kannst du von mir aus nehmen, ja. Okay, also nehmt ihr Elliot Schwarz und packt wohin die Person? Walking Dead. Zu Walking Dead. Jacob. Ja, Jay, ich habe zwei Fragen an dich. Ja. Lavender Brown. Ja. Schon mal gehört? Hätte ich zumindest einem Universum zugeordnet, dem du da auf jeden Fall nicht zugeordnet hättest, weil du es nicht weißt. Okay. Aber ich weiß es auch nicht. Hört sich zumindest sehr nach einem Harry Potter Universum an, Lavender, der Vorname. So ein britischer. Aber wenn du sagst, den gib it in Breaking Bad, dann bin ich auch bei dir. Nee, keine Ahnung. Beim Zweifel nehmen wir dann den anderen nur einen Punkt weg. Und wir kriegen halt dann den Minuspunkt oder was auch immer. Also Lavender Brown hätte ich Harry Potter zugeordnet. Ja, dann machen wir das. Alright, Lavender Brown zu Harry Potter. Okay, Bram. Okay, Kevin, wo kommt der hin? Kevin, keine Ahnung. Kevin, keine Ahnung. Also ich finde eigentlich, wir müssten entweder Breaking Bad wissen wir halt nichts, ne? Das ist doch ja schon genommen. Aber X-Men könnte ich mir halt irgendwie so ein Buckland oder so ein Sullivan vorstellen. Nein. Ich vertraue mir hundertprozentig nein. Doch, nimm mal Ben Sullivan. Zu den nein, nimm nicht Ben Sullivan. Wir werden weder Sullivan. Ben Sullivan noch Theodore Buckland nehmen. Okay. Dann habe ich keine Ahnung. Aber Christian kennt die auch alle. Da könnt ihr auch offen reden. Welche Serie ist das denn? Das machen wir gleich, Kevin. Jay. Mach das noch nicht. Das machen wir gleich. Okay, machen wir gleich. Ich habe keine Kevin. Ahnung, Bram. Kevin kann ich nicht zuordnen. Ja, die X-Men. So. Ja, von mir aus. Let's go, Kevin ist... Kevin, Case, Moment. Kevin Casey. Doch, Breaking Bad sein? Also Moment, einer von den Drogis, Kevin. Moment, ganz kurz. Das ist, da klingelt gerade irgendwas. Das ist so ein Ding. Kevin Casey. Der sagt das doch dann so ganz oft hintereinander.
Nur Arthur, 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 Arthur. 555 Nase. Das ist doch mal fest. Ich glaube, ich würde schließen. Ey, du, wir schließen. Fuck! Wir schließen. Ihr schließt? Weil Bram hat gerade gesagt, nimm die Finger weg von Theodore Buckland. Alle anderen sind aus Scrubs. Ja, Kevin Casey ist der Arzt, der mit dem Alzheimer war. Ey. Ja, genau, weil als ich den Namen gerade laut ausgesprochen habe, dachte ich mir so, Moment, das sagt er auch immer wieder. Kevin Casey, Dr. Oh, Kevin Casey, Dr. Kevin Casey, Dr. Kevin Casey. Der hat keinen Alzheimer. Ja, nicht Alzheimer, der hat Parkinson, Entschuldigung. Genau. Nee, der hat Parkinson. Richtig, Bram, das ist nice, ja, das ist richtig, das hat Peter nicht gesagt. Das ist absolut das korrekt ist nice. Geschlossen. Nice, ja, Bram, du bist Dr. Molly Clock, Alter. Mit den pompösesten Möpsen auf diesem Planeten. Oh shit, Alter. Das war stark. Deswegen, als Dennis sagte, Theodore sollen die auf keinen Fall nehmen, habe ich gesagt, also hätte ich auch gesagt, sollen die hoffentlich Kevin noch zuordnen. Aber Dr. Elliot ist doch dann auch Scrubs, nee. Oh mein Gott. Nee, der heißt Elliot Reed. Ach, der heißt Elliot Reed. Okay. Ja. Ihr wart sehr gut, was Scrubs angeht, muss ich sagen. Ihr habt nur einen Scrubs-Man vercheckt. Oh-oh. Wen denn? Lavender Brown. Kann man nicht so herausfinden. Glenn Matthews. Oh, der ist schon mal gut. Der Hausmeister! Der ist aber auch assi gewesen. Der Glenn heißt wirklich halt Glenn. Glenn Matthews ist der Hausmeister. Glenn Matthews ist der Hausmeister. Oh, ein Punktabzug für Jay und Chris. Der Dude aus Walking Dead wird mit 2 N geschrieben, der Glenn. Oh, und der heißt auch Matthews? Nee, der heißt ganz anders mit Nachnamen. Scheiße. Aber der hieß halt auch Glenn. Ja, das ist schlecht. Weil die haben auf jeden Fall nicht genau genommen. Ja. Nehmen wir mal die offensichtlichen. Rick Grimes ist The Walking Dead. Das ist absolut korrekt und ein Punkt für Sepp und Chris. Oh, jetzt habe ich einen. Eda, du hast schon wieder die Sepp und Chris, finde ich auch gut. Ach ja. Gott, was passiert hier denn nur? Bram und Sepp, so. So, was ist noch offensichtlich? Gustavo Fring ist noch offensichtlich. Ja. Ist ein Punkt für Jay und Chris. Ach, das ist der Punkt, dem das gehört, oder? Hank McCoy und James McGill sind auch James McGill ist noch offensichtlich, stimme ich zu. Ist eingeordnet worden von Jay und Chris, ist also ein Punkt für die beiden. Und Hank McCoy ist auch richtig zugeordnet, ist auch ein Punkt für Sepp und Bram. Ja, aber das ist doof. Das heißt, wir können noch ausgleichen. Gewinnen können wir nur, wenn Seamus Finnegan und Elliot Schwarz einer von den beiden falsch ist. Da wird, also Seamus hätte ich. Also, Lavender Brown ist Harry Potter. Yes! Geil. Fuck. Hoffentlich ist Madame Pomfrey auch richtig. Madame Pomfrey ist Harry Potter. Yes! Yes! Oh, wir sind ausgeglichen. Ausgeglichen. Jetzt darf keiner mehr richtig sein. Seamus Finnegan natürlich auch Harry Potter. Seamus Finnegan ist Harry Potter. Ja, ja, ich weiß. Ich glaube, ich auch. Hätte ich auch gesagt. Elliot Schwarz. Oh, ist nicht Harry. Oh, fuck. Was? Ist Breaking Bad. Fuck. Ein Punkt Abzug für Bram und Sebastian. Oh Mann. Wer ist Elliot Schwarz? Das ist der ehemalige. Nee, das ist der Mann. Google einfach. Ja, hab ich vorhin schon gegoogelt, das ist schwierig zu erklären. Nee, der russische Wissenschaftler, der hilft zu brauen. Nein, nicht der hilft zu brauen. Nee, der andere, der ihm das ist der Typ, der ihm, der mit ihm quasi damals, die Firma mitgegründet hat. Du hast jemand anderen im Kopf, das ist der die Firma damals gegründet hat. Der die Frau geheiratet hat, die Hank eigentlich geliebt hat, glaube ich. Alter, den kennen wir in einer Staffel, ist der wichtig in der ersten und danach ist der halt komplett irrelevant. Das stimmt. Holy shit, das ist richtig schwer gewesen. Staffel 5 kommt da auch nochmal vor. Komm, jetzt gib uns. Die werden nochmal, stimmt. Seamus Finnegan. Uns jetzt mehr Moose noch. Alter. Ihr könnt nur noch ausgleichen, ne? Ja, ich weiß, aber immerhin verlieren wir dann nicht. Immerhin verlieren wir nicht. Ist ja, Harry Potter. Nach einer Stunde und 17 Alter. Minuten oder ein bisschen runtergekattet bei euch, haben wir hier unfassbarerweise einen fucking Ausgleich. Alter, das gibt's aber natürlich gut. Negativ, beide. Ja, beide minus 2 Punkte. Oh. Damit kommen wir zum Ende Mann, von... Aber das ist witzig, weil das ist halt schon, das ist schon so ein Hirnfick. Ja, das habe ich gemerkt, Alter. Ja. Dieser Moment, wo bei Bram Dr. Karen Casey kam. Ich bin 1000 Tode gestorben vor der Kamera. Das war Alter, wirklich, als ich das laut ausgesprochen habe, dachte ich mir, Kevin Casey. Und dann so, Casey? Moment. Das war richtig Casey, nice, Kevin Bram. Casey, Kevin Casey. Und dann sagte doch, irgend so ein Dude sagte die ganze Zeit, Kevin Casey. Der warte. Ich hätte tatsächlich Molly Clock noch, wäre ich wieder reingefallen bei Breaking Bad, weil Molly Mama, die Frau von Hank ist. Die Szene auf dem Bett. Ich warte auf dich, JD. Okay.
Danke vielmals, dass ihr eingeschaltet habt hier bei Zuordnen Meets Listencheck. Schön, dass ihr dabei wart. Euch noch jetzt einen schönen Tag. Bis dahin. Haut rein. Tschüss. Ciao.